Carlos, herzlichen Glückwunsch. Heute war dein 900. DAX-Eröffnungstrade. Wir haben was zu feiern und wir interessieren uns natürlich auch alle dafür. Wie hast du das eigentlich geschafft? Mit Struktur, mit einem Tradingplan, viel Disziplin. Nutzt du dafür unsere Traders Club 24 Tools, um diese Trades abzuwickeln? Genau, also die Strategie, die wir in unser Videotagebuch auf YouTube jetzt mit seit mehreren Jahren ja öffentlich auch präsentieren, ist die Swissbox-Strategie. Das ist eine spezielle Strategie, die wir vor Jahren entwickelt haben. Und da nutzen wir ein spezielles Tool tatsächlich, um diesen Trade auch so umzusetzen oder die Strategie. Die Swissbox, woher hat denn die Swissbox ihren Namen? Die Swissbox-Strategie stammt noch aus unserer alten Zeit in der Schweiz. Ich habe den Traders Club 24 2009 in Bern gegründet und während dieser Zeit in der Schweiz ist uns der Gedanke von dieser Strategie auf den Tisch gekommen und wir haben darüber nachgedacht, wir haben darüber entwickelt und ja, und jetzt sind wir mittlerweile seit mehreren Jahren wieder in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg und wir haben aber gesagt, okay, als Erinnerung an die schöne Schweiz nennen wir diese Strategie oder dieses Box Trading Swiss Box Trading. Und dieses Swissbox-Trading, das du eben für diesen Erfolg nutzt, hat sich das verändert über die Zeit? Ist das Swissbox-Trading heute das Swissbox-Trading von damals? Die Grundidee hat sich nicht geändert. Die Grundidee bleibt, ist identisch geblieben. Was wir verändert haben, ist auf den letzten Jahren, ist die Risikoparameter, wie wir einen Trade letztendlich dann in der Entstehung weiter traden. Das hat sich schon verändert und das ist toll zu sehen. Ich habe mir heute Morgen auch die Mühe gemacht, mir einfach den ersten Trade mal anzuschauen, den wir 2016 gemacht haben und heute den 900. Trade. Ja, und da sieht man alle schon von der Legende her, wie die Softwareentwicklung sich komplett auch verändert hat. Also, aber die Grundidee ist gleich und das sagt man ja immer, je einfacher die Strategie, desto erfolgreicher. Und was ist dann das Geheimnis der Swissbox? Wenn man das, glaube ich, einmal verstanden hat, so zumindest war das bei mir so und beim Alex so, mit denen ich gemeinsam diese Strategie am Anfang entwickelt habe. Und dazu kam dann noch Christoph jetzt, unser Ingenieur. Ja, aber der Grundgedanke ist, dem Markt eine Falle einzustellen. Und wie wäre der Gedanke, man befreit sich mal von diesen ganzen Gedanken, ob der Markt steigt oder fällt. Und das hat mich so fasziniert. Also es gibt da draußen sehr, sehr viele Analysten, die sagen, der DAX geht heute long, der DAX geht heute short. Das weiß aber doch niemand. Wenn man mit Trading zu tun hat, weiß man, das ist alles große Wahrscheinlichkeit. Können wir auch eine Münze werfen. Und beim Swissbox ist es so, dass wir genau diesen Bereich machen. Wir versuchen dem Markt eine Falle zu stellen, den DAX in dem Beispiel. Und wenn er diese Falle wieder verlässt, sind wir auf jeden Fall mit dabei. Und da spielt es komplett keine Rolle, ob der Markt steigt oder fällt. Wir traden Volatilität. Fantastisch. Und die hat sich in den letzten Jahren immens angehäuft. Wir haben Corona, wir haben den Präsidenten gehabt, etc., weil wir im Vorgespräch über Mr. Trump gesprochen haben. Also die Volatilität ist auch jetzt noch mit beiden im Markt. Sehr gut und hoch erfolgreich. Sehr gut und hoch erfolgreich. Hättest du beim 500. erfolgreichen Trade gedacht, dass du diesen 900. jetzt in Folge auch noch schaffst? Ja, weil wir jeden Tag ins Büro kommen, voll motiviert und versuchen, jeden Tag erfolgreich nach Hause zu bringen. Jeder Trader da draußen weiß, dass das nicht immer erfolgreich sein kann, weil nur über Verluste wird man erfolgreich. Aber wenn man sich jetzt das Tagebuch anschaut und die Trefferquote von sage und schreibe über 99% ist, ja, und wir das offen darlegen, gehe ich davon aus, auch dass wir den 1000. Trade und den 1100. Trade, ob ich den 3000. oder 5000. Trade noch erleben, das weiß ich nicht, das ist noch eine lange Zeit, aber ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre noch dieses Box-Trading erfolgreich umsetzen kann. Was erwartet uns denn zum 1000. Trade? Ja, 1000, die Zahl war immer bei mir, wie wir angefangen haben mit dem Videotagebuch, gesagt, okay, wo geht die Reise hin? Da war für mich irgendwie 1000 so eine Zielmarke. Das haben wir jetzt fast erreicht. Da fehlen jetzt noch 100 Handelstage. Das ist noch eine lange Zeit. Wenn wir diesen 1000 Trade machen, machen wir hier in Hamburg, wenn wir Corona-frei sind, bestimmt eine Party. Dazu möchte ich die Clubmitglieder und Gäste einladen bei einer Challenge. Und die Challenge ist folgendermaßen: An welchem Tag werde ich den 1000. Trade
ins Ziel bringen und bei welcher Bewegung? Bei Tritt Nummer 1, 2 oder 3? Das wird jetzt für den Gast, der das erste Mal das hört, 1, 2, 3, also besteht für den Gast auf YouTube jetzt, sich mal ein bisschen tiefer mit der Matthäus Swissbox auseinanderzusetzen. Also die Profis wissen das. Also werde ich den 1000. Trade an welchen Tag und bei welchem Anlauf? Ersten Anlauf, zweiten Anlauf, dritten Anlauf oder vierten? Wenn jemand das unter den Shownotes unten reinträgt, drauf schreibt, dann werden wir an den Tag, wo wir den 1000 Trades ins Ziel bringen, eine Verlosung machen oder denjenigen, wenn es nur einer ist, ihn einladen und er bekommt einen Special-Preis. So viel will ich nicht zu viel verraten, aber es wird was Tolles sein, das kann ich versprechen. Dann würde ich sagen, wir feiern heute noch unseren 900. erfolgreichen Trade, freuen uns auf den 1000. und drücken die Daumen für weiterhin viel Erfolg. Yes. Dankeschön.